So, das ist der letzte Teil. Hinweisen will ich auch noch auf dieses Seminar am 30. April und 1. Mai. Muss ich auch nochmal machen. Und jetzt sind wir hier bei Fresenius SE. Ja, gibt es ja auch Medical Care und so weiter. Vorzüge, das sind jetzt die Stämme, also SE. Das ist der Monatschart. Die haben also wirklich heftigst gelitten. Das muss man schon sagen. Von 80 runter, was war denn hier das Tief? Das war bei 24. Was mir sehr gut gefällt, ist dieser Dreh hier im Monatsbereich und die Stabilisierung über das MACD. Das gefällt mir grundsätzlich auf Monatsebene recht gut. Auch wieder Außenband raus, ins Band rein. Das gefällt mir. Das war hier nicht der Fall. Da waren wir draußen. Dann sind wir auch dann nochmal ein bisschen runter. Hier waren wir auch draußen. Aber das ist eine andere Qualität hier. Das ist ein fetter Hammer. Gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich gut. Gehen wir mal auf Woche. Woche. Hier ist die Woche. Ja, da sind wir ein bisschen weiter. Auch auffallende Stabilisierung über das MACD. Und still okay im Dings, im Oszillator. Hier ist dieser Trend. Gehen wir gleich drauf ein. Die gefallen mir gut. Muss ich wirklich sagen. Von all den Aktien, die wir bisher hatten, gefallen die mir mit am besten. Ja, wir haben jetzt hier ein weites Stück gemacht. Von 27 hoch bis auf 35, also prozentual. Aber dieser Downtrend kommend vom, wann war denn das hier? Das war vom 17.08.21. Der ist, ja, drückt es aus, wie ihr wollt, in Gefahr. Gefällt mir ganz gut. Also ich gebe dir noch ein bisschen Pause, dass sie diesen Anstieg hier verdauen. Vielleicht nochmal runter auf diesen Bereich hier, 31, 32. Aber für mich ist das eine Geschichte, die hat über den Tag hinaus Bestand. Das gefällt mir richtig gut. Und wenn Sie diesen Trend hier rausnehmen, habe ich nur die 38,20 als Widerstand, bevor dann irgendwo eine 42, 42,5 ansteht. Also mag ich, muss ich sagen, auf dem Niveau gefallen mir sehr gut. Heidelberger Druck. Da gehe ich jetzt mal nur auf den Tageschart ein. Man, die sind heftigst gekommen hier von 47 Cent vom Oktober 2020. Die haben halt immer eine Story. Ja, und dann werden sie mal ganz schnell hochgekauft, wie hier oder hier oder hier. Hier auch nochmal. Und dann wird die Story abgesungen. Und dann fallen sie halt bei mir ein bisschen. Für mich ist es das Wichtige, dass sie diesen Bereich hier um die 2 Euro, dass sie den halten. Der ist oftmals gesehen worden. Hier drüben, hier. Von da aus waren das sogar noch die Basis eines Aufwärtstrends. Und einmal ganz kurz runter, das war am 7.3. Kein großartiges Gap im Chart. Drehen auf sehr tiefem Niveau nach oben. Stabilisieren sich über das MACD. Das gefällt mir gut. Wenn ich jetzt mal diese lange Lunte weglasse und sage, wir haben hier einen echt gehandelten Kurs, das ist das bei 205, da war fast dran. Das ist für mich so eine Art Doppelboden hier unten. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist für mich definitiv kein Short. Die Meinungen der Analysten gehen extrem auseinander. Das geht von 90 Cent bis 4 Euro, was ich gelesen habe. Also die 4 Euro weiß ich nicht, aber eine 2,70 Euro, 3 Euro kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor diesem Hintergrund hier gefällt mir das wirklich ganz gut. Mag ich. I do like. Finde ich eigentlich ganz okay. Aber mal zu Nemetschek. Also die haben ja auch nicht gelitten hier seit Januar diesen Jahres von den 112, 100 bis zu 65, nee, 68. Aber ich finde, die haben jetzt hier insgesamt einen ganz guten Boden gemacht. Technisch gelten die als tief mit leichtem Stabilisierungsansatz. Und wenn die es schaffen, innerhalb der nächsten, sagen wir mal, 3, 4 Handelstage, oder bis Ende dieser Woche, also der Nach-Osterwoche, hier die 200-Tage-Linie zu erreichen, dann gebe ich denen durchaus Chance, hier bis zu dieser Abrisskante bei 101. Also ich finde, die sind in Ordnung. Ich habe keine frischen Verkaufssignale. Ich habe jetzt Monat und Tag gar nicht reingenommen. Ich habe es mal angeschaut. Sieht nicht schlecht aus. Es ist okay, aber die haben halt auch eine lange Reise hinter sich hier von 51. Deswegen finde ich, diese Pause ist eine, die erfrischt. Untere Band gesehen, Umbrella Doji. Ja, das wäre für mich kein Short auf dem Gebiet. Gefällt mir ganz gut. Das hier ist Total Energie. Und ja, die haben heftigst verloren, auch in dem Corona-Crash. Ja, von, was war denn das hier?
Na, was man denkt, hier, von 50, die haben sich mehr halbiert, auf 21 Euro. Das ist der Wochenchart. Aber ganz ehrlich, die haben alles zurückgeholt und sind jetzt wieder in dieser langweiligen Zone hier drinne. Technisch neutral, ganz leicht negativ, neutral, auch ganz leicht negativ. Die müssen jetzt diesen Anstieg jetzt hier erstmal verdauen, von 35 auf 53. Aber ich denke, die sind hier zwischen 42, 200-Tage-Linie und 55 gut bezahlt. Also ich glaube, da gibt es jede Menge interessantere Werte. Die sind jetzt hier eher zur Langeweile verdammt. Habe ich jetzt echt nichts Besonderes. Sorry for that. Dann hätten wir als nächsten Wert K&S. Das ist jetzt hier der Monatschart. Und die haben schon mal so eine enorme Bewegung gemacht. Das war 2003. Hier von 4,20 € bis 2008 auf 100 Euro. Das möchte ich jetzt mal nicht prognostizieren, dass die sowas hier machen, aber die gelten über den Monat als natürlich heftigst überkauft. Aber wenn man sich hier diesen Chart hier anschaut, wie die hier gestiegen sind, wann waren das hier? Das war genau Corona, ja, Corona-Tief. 2.3.2020 bis jetzt 35 wieder, fast 36. Und wie der ganz zum Schluss jetzt hier nochmal akzeleriert, da fehlt noch eine Spitze hier drauf. Ich finde, die sehen sehr gut aus. Ich kann auf Monatssicht, das muss man mal anschauen hier, kann ich hier eine Downtrend ziehen. Der passt gut. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Dann sind wir auch durch. Der war bei 16. Also die sehen auf Monatssicht schon zwar hoch aus, aber das reicht noch nicht. Ich habe da nirgendwo eine Trendwende. Hier auch, wie sie da nochmal wegziehen. Erstaunlich. Also wirklich gut, auch hier heftigst überkauft, sehr hoch, aber das berechtigt. In so Dinge reinzufixen, das kostet meistens Geld. Deswegen würde ich es nicht machen. Entweder ich bin dabei, jetzt nochmal neu, dann ist gut, aber da jetzt nochmal neu zu kaufen, das täte mir auch weh. Aber auch hier, wie die 200-Tage-Linie anzieht, wie die nochmal hier richtig Schwung bekommt. Gefällt mir gut. Die werden mit Sicherheit irgendwann mal eine Pause machen. Aber ich glaube, solche Pausen gehen oftmals nur so seitwärts. Dann wird das so eine Bullenflagge hier. Da haben wir hier den fahrenden Mast, da kommt hier so eine Bullenflagge rein. Das dauert dann 3, 4 Monate. Aber ich finde es nach wie vor in Ordnung. Ich würde mich da nicht trauen, Short zu gehen. Die können genauso gut eine 40 jetzt noch mitnehmen, auf diesem Weg nach oben. Also gefällt mir grundsätzlich echt ganz gut, muss ich sagen. Definitiv kein Short. Also nicht für mich. PayPal, ich habe so gehofft, dass dieser Kelch mir vorüberzieht, aber nee, hat sich auch einer gewünscht. Naja, gut, dann mache ich es halt. Es ist nie gehandelt, ab und zu mal drauf geschaut, Kopf geschüttelt, zugemacht. Das ist nicht mein Ding. Aber man sieht eins tatsächlich, dass hier dieser Bereich von 93 hoch bis hierhin, bis zu 121, das ist so eine Soft Landing Area, da sind sie mitten drinne. Ja, Mini-Doppelboden ist jetzt der Monatschart hier. Technisch, also wirklich in den Boden gestampft, anders kann man das gar nicht sagen. Weiterhin negativ über die moderne Sichtweise des MACD. Ja, das möchte ich mir gerne mal auf Wochensicht anschauen. Ja. Ja, was ist denn das? 311, der arme Kerl, der die da oben gekauft hat. Und hier ist diese Soft Landing Area bis 92,5 runter. Dann gehen die mal kurz hoch. Aber das hat also überhaupt noch nichts mit Fibonacci zu tun. Das ist einfach nur ein, naja, wir sind jetzt auch schon 310 auf 100 oder sogar ein bisschen tiefer gefallen. Dann können wir auch mal $20 steigen. So kommt mir das vor. Und jetzt geht das Ding schon wieder runter, schließt quasi auf Wochentief. Das ist zwar hier eine kleine Stabilisierung, ja, aber wenn ich das jetzt hier so sehe, nochmal gucken, ob wir das auf dem Stundenchart, auf dem Tageschart besser sehen. Ja. Also für mich sieht es so aus, gleitende Durchschnitte drehen auch schon wieder runter. Bänder gehen wieder auf. Extremst überverkauft. Neutral im MACD. Also für mich sieht es so aus, als ob die nochmal die 100 von unten sehen wollen. Und da muss man mal schauen, ob sie wirklich die Kraft haben, ein bisschen drüber zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die hochgehen auf eine 300 innerhalb einer Frist von, sagen wir mal, einem Jahr, halte ich für nicht gegeben.
Was ich mir allerdings vorstellen kann, ist, wenn Sie jetzt nochmal hier unter die 100 gehen, das würde alles hier die Technik überall bestätigen, und dann steigen, ist das Überbieten der 20-Tage-Linie wahrscheinlich die Initialzündung dafür, die wird dann noch ein bisschen runterfallen, die Initialzündung dafür, dass wir diesen Bereich hier 123 überbieten. Und wenn wir den überboten haben, dann habe ich auch kein Problem daran zu glauben, dass wir auf die 170 gehen. Aber hier oben sich zu tummeln, nee, das hat sie sich versaut. Das sehe ich nicht. Also nochmal ein bisschen tiefer. Unter 100 kann man vielleicht noch ein bisschen was einsammeln, aber auch ganz, ganz vorsichtig. Erstes Kaufsignal, wenn die 20-Tage-Linie überboten ist. Zweites Kaufsignal, wenn die 123 überboten ist. Vorher fasse ich die nicht an. Ich finde den eklig, den Wert. Ich habe den noch nie gehandelt. Ich finde den eklig. Dann haben wir hier First Solar. So, First Solar. Jetzt können wir mal schauen, ob die noch irgendwann jetzt Zahlen bringen. Ja, am 4.5. bringen die das erste Quartal. So, mache ich den hier weg. Ist auch gnadenlos runter vom November 21. Einfach nur, warte, nee, das ist hoch. 107 auf 53,54. Ja, jetzt gehen sie ein bisschen hoch. Da muss ich doch mal, das muss mal schauen, ob das irgendeine Fibo-Zahl ist hier, die wir da gesehen haben. Naja, nicht ganz das 50er, aber zumindest in die Richtung. Und Richtung 200-Tage-Linie. Das ist jetzt der Tageschart hier. Ja? Da gehe ich jetzt gar nicht auf Monat oder auf Woche. Ja, also sie haben eine schöne Korrektur gehabt. Jetzt dürfen sie mal ein bisschen hecheln, sich ausruhen und das Sauerstoffzelt gehen. Dass er bitte nicht unter dem Bereich von 68, das wäre nicht so schön, weil dann muss ich gleich davon ausgehen, dass sie auch wieder die 64 sehen. Tief, leichter Stabilisierungsansatz, sofort im Keim erstickt. Neutral bis leicht negativ über das MACD. Enge Bänder. Ja, also diese 68, 69 ist schon wichtig, sowohl vom Chart her als auch vom unteren Band her. Sollen Sie bitte nicht unterbieten mit Schlusskurs. Ja, während des Tages dürfen Sie da mal runter, aber mit Schlusskurs sollten Sie das bitte nicht unterbieten. Dann wird es ein bisschen eng. Und nämlich, die hätten eigentlich höher gehen sollen. Aber das gleiche Problem bei Nordex. Nordex auch Aufträge ohne Ende, aber die können halt nicht liefern. Beziehungsweise die Lieferkosten sind sehr hoch. Jetzt haben sie die Margen angehoben. Ich hoffe, das hilft ein bisschen. Das ist zu wenig. Ja, die Einkaufskosten sind einfach zu hoch. So, und jetzt komme ich zum letzten Wert. Da muss ich für mich sehr aufpassen. Ich mag die Tat. Tat, ich finde die Idee Weltklasse. Rauchen ohne Tabak, ohne Nikotin, finde ich ganz hervorragend. Die verkaufen überall. Hier kam gerade wieder New sold is over 2500 Retail Stores in the United States. Ich habe immer versucht, davon mal ein Päckchen zu kriegen. Ich will das gern wissen, wie das funktioniert. Ich habe bisher noch keins bekommen. Ich weiß aber, das wird schon in England verkauft. Ich denke schon, dass sie ihren Weg gehen werden. Aber momentan bin ich anscheinend der Einzige, der das denkt. Ich habe die einstehen. Ich habe da eine Position. Ich glaube, das ist so mit 1,38 mittlerweile. Lege ich 50 Cent schief. Und ich komme jetzt zu dem Punkt, wo ich sage, okay, die 80 Cent, die sind mir jetzt egal. Die Position ist nicht so riesig, das kann ich überleben. Was mich sehr neugierig macht, ist die Konferenz von Jefferies, die Jefferies Cannabis Summit. Das ist für institutionelle Anleger, ist das eine Messe am, naja, Messe. Ein Treffen von den für Cannabis-Investoren am 2. Juni in Amerika. Und da geht Tat hin. Ne? Das finde ich schon mal ganz interessant. Was haben die da verloren? Ja, vielleicht gibt es dann nikotinfreie, tabakfreie Joints. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber das gefällt mir ganz gut. Ich finde diese Bewegung hier übertrieben. Also diese ganze Bewegung. Ich mag das Produkt, aber ich darf mich dem auch nicht verschließen, dass das momentan ich anscheinend der Einzige auf der ganzen Welt bin, der die mag. Technisch natürlich tief, aber noch kein. Wir schließen auch hier Tageshoch, Tagestief, Wochentief, ist auch Monatstief, ist überhaupt tief. Kein Stabilisierungsansatz. Ich glaube, das ist so ein Wert wie Aurora Cannabis. Irgendwann kommt man da mal nachts oder vielmehr morgens rein, dann haben sie sich verdoppelt oder liegen plus 30%, so eine Geschichte. Steigen dann schnell hier hoch und dann fallen sie wieder. Also ich gebe die jetzt nicht her. Wie gesagt, ich mag das Produkt, aber von der Technik her habe ich immer noch keinerlei Stabilisierungsansatz.
muss befürchten, dass, ich glaube nicht, dass sie pleite gehen, aber ich muss befürchten, dass sie irgendwann noch mal eine 60 Cent sehen, momentan aus diesem Punkt heraus. Gut, das war's. Jetzt, meine Nachbarkinder sind so laut, da rennt auch bestimmt kein Osterhase mehr rum. Also kann ich ja mal rausgehen. Ich wünsche euch was, alles Gute, Baba, ciao.